Nach einer Berg- und Talfahrt vor dem Brexit-Referendum an den Aktienmärkten im Juni ging es nach der Entscheidung der Briten für einen EU-Ausstieg talwärts. Schließlich wurden viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischt, nachdem die letzten Umfragen eher auf ein positives Votum in Richtung EU hingedeutet hatten. Bei allen politischen Querelen sind zwei Dinge klar. Erstens, Großbritannien wird noch mindestens für 2 Jahre Mitglied der EU bleiben. Und zweitens, wir stehen vor einer längeren Phase enormer Unsicherheit. Die Finanzmärkte reagierten auf die Entscheidung der Briten mit einer Flucht aus Risikoanlagen wie Aktien rein in sichere Häfen wie etwa Bundespapiere, US-Staatsanleihen oder Gold. Nach dem Brexit-Votum war am Rückgang des Ölpreises schnell ablesbar, dass Konjunkturängste aufkommen. Es ist relativ offensichtlich, dass Großbritanniens Wirtschaft am meisten unter dieser Entscheidung leiden wird. Sogar eine Rezession in Großbritannien ist nicht ausgeschlossen. Aber wir werden auch in Euroland die Schockwellen der Unsicherheit, die jetzt vor uns steht, zu spüren bekommen. Das ist negativ für das Sentiment von Verbrauchern und von Unternehmen, wird Investitionsentscheidungen teilweise verzögern und kann sich auf Exporte und Konsum leicht negativ auswirken. Dennoch ist die deutsche Wirtschaft in einem relativ guten Zustand, in diese Situation hineinzugehen. Man sieht das ganz gut an der jüngsten IFO-Geschäftsklima-Umfrage, bei der man erkennen kann, und das ist der letzte Datenpunkt, dass die Lage besser beurteilt wird von deutschen Unternehmen und dass vor allem die Erwartungen in den letzten Monaten sich verbessert haben. Also deutsche Unternehmen sind relativ optimistisch bisher. Das wird sich im Juli vielleicht etwas abschwächen aufgrund der Unsicherheit, aber zumindest ist von daher eine gute Basis da. Angesichts der enormen politischen wie auch wirtschaftlichen Unsicherheit ist auch im Juli von sehr schwankungsintensiven Finanzmärkten auszugehen. Wichtig wäre insbesondere etwas mehr Sicherheit von politischer Seite, weil dann wären auch die konjunkturellen Auswirkungen besser abschätzbar. In diesem Umfeld setzen wir weiter auf unsere neutrale Aktienstrategie mit breiter Diversifizierung, weil dadurch Portfolien wetterfester werden. Das bedeutet neben Aktien- und Rentenengagements auch alternative Anlageformen wie etwa Gold oder marktneutrale Strategien. Nachdem die meisten Konjunkturdaten im Juni gemischt bis leicht positiv ausgefallen sind, kommt es jetzt insbesondere darauf an, dass es weder in den USA noch in China beispielsweise Abschwächungstendenzen gibt. Auf Basis der Unsicherheit, die allein durch den Brexit und die Folgen hervorgerufen wird, und auf der anderen Seite mehr und sehr viel Liquidität bei Investoren, die nach wie vor auf der Suche nach Rendite ist, gehen wir davon aus, dass die Märkte sehr, sehr stark schwanken dürften in den nächsten Wochen. Doch mehr dazu dann beim nächsten Mal.